Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, dem Erik 556 Unterschied D. Heute zusammen mit Jerome. Hallo. Und mit Colin, aber der redet nicht. Woran liegt, dass die zwei jetzt hier sind? Das liegt daran, dass ich Floor 2, was wir heute spielen hier in Doors, ich nix so gut, deswegen die zwei da, die kennen das halt eben schon besser als ich. Und und deswegen spielen wir heute mal einfach mal Doors, den Floor 2, der jetzt schon seit etwas längerem draußen ist. Und ja, labern wir nicht lang, fangen wir an. Los geht's. What it really means to live like golden. Yeah, we're golden, baby, girl, we're golden. They're about to see it shine, cause we're golden. So, wir kaufen das Blocklight, das kenne ich nur nicht, oder was auch immer für ein Licht das ist, egal. Aber ich habe es nochmal gekauft und wer schon mal bis 100 gespielt hat, weiß, wo wir jetzt uns befinden. Nämlich in dem Aufzug, wenn man bei 100 runterfährt und mit dem geht's jetzt weiter. Und genau, in die Minen. Okay. Ich muss gestehen, ich habe den Floor 2 mal ein bisschen gespielt, aber nicht wirklich aktiv weitergespielt. Nur das Einzige, was ich weiß, dass in diesen Klappdingern hier Loot drin ist. Wir haben dann einen Motor. Müssen wir den jetzt weiter befeuern? Ja, okay. Den müssen wir gleich mit den Dingern, die Colin da schon gefunden hat, gleich befeuern. Ach, die Lampen hier, ne? Ja, okay. Genau. Ja, okay, ich habe zwei Lampen. Wow. Ich glaube, wir brauchen sogar nur zwei, aber Colin hat auch eine. Das macht keinen Sinn. Egal. Colin hat sogar zwei. Okay, also der Generator läuft und mit dem kann man anscheinend jetzt irgendwas machen. Okay. Ich wollte das Gate aufmachen. Ach so, okay. Dann komme ich mal zu dir nach vorne. Und hier ist mein Count. Geil. Hui. Hui. Ich hätte beinahe so ein Knicklicht geworfen. Ach so, stimmt, die sind ja auch neu. Also Knicklichter, die kann man dann so werfen, dann machen die so Licht, wo dunkel ist. Und das Minecart muss da jetzt runter, ne? Okay, also alles klar. Also das Minecart fährt jetzt einfach da runter und macht kaputt. Und was ist hier geradeaus so? Was ist hier? Oder müssen wir jetzt einfach weiter, wird nicht gelootet? Hilfe, ich bin alleine. Ihr seid weggerannt. Ich bin hinter dir. Ach so. Ich bin hinter dir. Oh, da bin ich ja doch nicht der Letzte. Ich hab ihn. Ja, genau. Und man zwar, es gibt nämlich den Kleinen da oben. Wenn man nämlich unter ihn geht, dann möchte er immer gerne auf einen draufspringen. Das ist nicht so geil. Erik, wirf mal ein Knicklicht auf den. Warte für den Dings, ne? Genau. So, getroffen. Ja, ich habe Trickshot als Dings bekommen. Okay, hier ist ja relativ Achievement, ja genau. Hier ist ja relativ viel Schränke. Ah, okay. Ich hab schon wieder. Rote Kiste. Warte, ich habe Screech da oben. Zack. So. Wollen wir einfach mal weiterschauen? Auf jeden Fall, ich werde für euch natürlich jetzt alles skippen, was jetzt irgendwie so langweilig ist, wenn wir einfach nur Sachen. Da ist auch der Rom. Drück mal eh! Ja, danke. Colin war schneller als ich. Ich weiß nicht, ob der lacht oder weint, wenn der so auf dem Boden liegt. Also, ist dunkel. Nein. Mega. Oh nee. Nicht diese Fliegen. Die Fliegen sind ja natürlich doof, weil die sind, das halt. Oh. Erik, kommst du? Ja, ich bin schon durch. Achso. Mega Taschenlampe. Oh Gott, die greift mich an. Ich habe Licht angemacht. Ja, immer nach im Raum danach niemals Licht anmachen. Ja, ich habe das auf jeden Fall. Ich habe ein Knicklicht. Achso, stimmt, das Knicklicht habe ich ja gegen den einen da. Weg. Alle zur Seite. Ich helfe schieben. Los, hoch. Boah, Alter, ist er schnell. Das Kart darf niemals eine andere Person rahmen, sage ich mal. Ja. Das passiert, Ende. Ah, ich hab so ein Dings für den Motor. Warte mal, so. Also, ich hab beide. Alles gut, du kannst hinten bleiben. Nee. Ich will auch eine da reinmachen. Das ist toll. Lass mich auch eine da reinmachen. Sie wurde mir einfach aus dem Metall entfernt. Dankeschön. Ja, weil ich die gerade reingemacht habe. Wow. Na, okay. Da ist irgendwas im Schrank. Was Rotes. Das ist okay. Wer ist das? Nicht reingehen. Okay, gehe ich auch nicht. Habe ich auch ehrlich keine Lust zu. Klingt auch ziemlich beschissen. So, okay, weiter. Du kannst nicht zweimal in den Schrank gleichzeitig. Also, wenn du einmal reingehst, ist der Schrank blockiert, sag ich mal. Achso, ich komme nicht mehr raus, oder was? Nein, dann kommst du nicht mehr rein. Achso, okay. Gehen wir einfach mal weiter. Mal gucken, was hier noch so auf uns. Laua, du Gott, habe ich mich gerade vor Screech erschreckt.
Hab ich grad... Hast du Schaden bekommen? Nee, nee, ich hab ihn noch gesehen, aber es hat mich erschreckt, weil er einfach nur Psst gesagt hat. Ich weiß auch nicht. Yo, da ist Dings gerade runtergefallen, oder? Alles gut, ja, nicht schlimm. Da unten. Da rennt der Kleine. Der ist nochmal bei Doors, im Floor 1 zumindest, im Hotel ist der nämlich bei Tür 50 mit der Bibliothek. Und genau, ja, hier fällt er jetzt da runter, den dürfen wir, glaube ich, bestimmt nochmal später begrüßen. Tür 125. Okay, aber wir haben jetzt erstmal eh was anderes zu tun. Gehen wir aber mal weiter. Oh, irgendwas an hier. Oh, Schrank und ich höre Screech, aber nicht bei mir. Aber Rush, okay, wir hören Rush. Frank. Und Rainer. Oh, das war sehr früh. Das war ultra früh. Hätte ich auch noch halbes Jahr warten können. Da war es das schon? Ja, okay. Ja. Gut, und dann... in DOS 2 kommt Rush immer von vorne, nicht von hinten. Wie in DOS 1. Ah, okay, krass. Hätte ich nicht. Das war's mit Colin. Ja, okay. Einer wie. Komm, schreibt er. Okay, mal gucken. Aber. No. Also hier ist ja Müll. Boah, aber diese. Boah, hier ist ja super viel Stuff drin, ne? Oh, hier war eine Batterie drin. Wie geil. Ja, er loot nicht sein Zeug. Wir warten, bis er kommt. Nee, nee. Ich hab nur. Ich hell mal hier kurz aus. Okay. Kein Bock auf dunkel. Ja, kann ich verstehen. Ich hab. Oh, ah, Knicklicht. Oh, toll. Oh, Knicklicht. Geil. Ah, oh, Gas. Hier müssen wir schnell sein. Hier müssen wir schnell sein. Einfach straight durch. Oh. Welche Tür? Welche Tür ist es? Oh, 121. Ja. Okay, Tür 121 war es anscheinend nicht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier weiter. Okay. Alles klar, dann geht's weiter. Was ist hier oben? Aufpassen, Rush. Rush, sag ich schon. Ja, ich meine, ich höre. Ja, Colin, rennt da mitten rein. Er kommt erstmal direkt zur Tür. Geil. Ja, wenn du hier rennst. Oh mein Gott. Ey, oh mein Gott. Da war die Tür im Weg. Ah, das war's mir. Nee, komm. Colin will uns umbringen. Das ist das Problem. Achso. Hey, you see your demise and your bla 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 bla. Ja, das ist mir egal. Ich belebe mich einfach wieder.
Also, wir haben jetzt Try Again, zweite Runde. Colin ist aufgegangen, das heißt, nur noch Jerome und ich sind hier. Aber das ist nicht so tragisch, denn wir machen trotzdem weiter. Und genau, wir befinden uns wieder bei Tür 125, ist hier, glaube ich. Vorsicht, Vorsicht, der kommt in die Ecke. Er ist immer genau in meinem Gesicht, er ist genau in meinem Gesicht, er ist genau in meinem Gesicht. Oh! Dass du ihn hast, ey, dass er dich nicht gehabt hat. Das war so close. So, ich hab ihn weggelockt. Oh nein. Oh nein. Du kleiner. Ja, jetzt hat er mich. Ich bin tot. Nein, nein. Warum? Warum? Bin auch fast tot, also. Alles gut. No way. Das Problem ist, du hast deine Taschenlampe verloren. Stimmt. Meine Baba Bubu Riesentaschenlampe ist jetzt. Wo bist du? Ah, da. Meine Riesentaschenlampe habe ich jetzt verloren, natürlich. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Also ich, man könnte. Oder warte, ich gehe, glaube ich, im Raum zurück. Ich muss zurück, ich muss mitkommen, weil sonst wird das nichts. Ja, oh, da bist du lang gegangen, okay. Wenn nicht, kannst du auch gerne reingehen und ich hole sie. Wenn nicht, kannst du auch. Warte, ich hab's. Ich gehe rein und hole sie. Wo bist du denn? Ah, da. Ich gehe rein gerade und hole sie schon. So, meine Megataschenlampe und meine zwei Klinklichter. Dankeschön. Ja, okay, der kommt hier nicht durch. Ja, die Megataschenlampe ist halt. Ey, irgendwo am Speech da. So, weg damit. Und, genau. Die Megataschen haben wir jetzt auf jeden Fall echt geil. Dafür, dass sie nur 250 kostet, ist das echt geil. Ich habe zwar jetzt nicht mal so viel Coins, weil ich die jetzt zweimal gekauft habe. Aber das kriege ich schon hin hier. Guck mal, zack, Alter, was hier für ein fettes Licht war. Guck mal hier, mega Ultralicht. Aber ist halt relativ geil. Okay, ich weiß es halt nicht. Ist da noch was drin? Nö. Falls du Batterie brauchst, hier im Schrank. Jo, perfekt, nehme ich gerne. Ich dachte, mir fehlt gerade ein bisschen. Oh! Ich habe unser Problem gelöst. Pflaster-Pack. Ich habe ein Pflasterpack. Das krasseste Item in-game. Und ein Batteriepack. Oh, ich habe gar keine Klicklichter mehr. Ich habe so null. Ich habe nur die fette. Da! Rosi! Rein! Oh, wow, 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 wow. Der kam ja relativ. Der kam ja. Ah, okay, wir hätten noch ein bisschen Zeit gehabt. Jetzt kommt er, da ist er. Da ist er gerade vorbei. Ein bisschen Zeit hätten wir tatsächlich sogar noch gehabt, aber war, kam relativ direkt. Ja, schnell machen, schnell machen, schnell machen. Wo lang müssen wir? Es ist Tür 135. Ja gut, ich gehe einfach direkt durch. Du kannst... Oh, da, ah, Gott. Gott suchen. Oh, hier sind gerade irgendwelche Lampen kaputt gegangen. Ja, das deutet meistens auf die Viecher hin, dass die kommen. Wie viel, welche war es jetzt? 135, glaube ich. Ah, okay, dann gibt's, es gibt nur eine Tür. Ah, okay, gut, dann müssen wir auch da einfach weitergehen. Oder, warte, ich guck nochmal hier. Nee, hier es gibt nur die da. Es gibt nur die 136. Gut, immer looten. Loot doch mal alle Schränke und sowas. Ja, hier ist nix. Knicklichter. Doch, ja. Aber. Ja, aber hier sind ein keine. Ein Knicklicht drin. Hier, bitte. Boah, was ich hab ein Knicklicht. Geil. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Hier gerade ist nicht geflackert. Ich stelle mich schon mal provisorisch erstmal direkt an. 136 war es, also 137 jetzt. Genau. Oh okay, es kommt doch nichts. Okay. Weiter das geht. Knurren war ja noch lauter als heute früh. Oh nee, mein halt, Gott. Oh halt. Halt ist hier das Nervigste. Ja, ja. Und umdrehen, da kommt er nämlich gerade, weil er scheißt auf Wege, sondern er geht nämlich einfach nur straight durch irgendwelche Sachen durch. Das ist natürlich immer ein bisschen problematisch. Weil er geht halt einfach gerade, man sieht es hier, ist er fett durch die Wand gerade gegangen. Das ist halt echt scheiße. Scheiße, wo müssen wir lang? Geradeaus? Einfach? Ja, geradeaus, du musst den Wagen runterschuppen. Du musst den Wagen vor dir runterschuppen, dann wahrscheinlich... Muss wieder runter. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ja, er scheißt auf alles. Er geht einfach straight durch. Ein bisschen aufpassen, wie weit man rückwärts läuft. Manchmal muss man sich blöderweise auch drehen, weil. Weil er scheißt auf Wände. Oh, das war ultra knapp gerade. Das war very knapp, das war very knapp. Ja, wenn du nicht einmal stehen bleibst, dann kriegt er dich auch nicht. Ja, ja. Ja, er scheißt auf alles. Er ist einfach. Dem ist alles egal. Komm durch, komm. Zieh durch. Yes. Oh mein Gott, hast du Glück gehabt. Ich hätte beinahe noch Battery. Schaden bekommen. Nee, ich kam direkt durch. Weißt du, was ein bisschen gemein ist? Das habe ich immer in DOS 1 bei Sieg gemacht. Ich habe ihn eine Taschenlampe abgesnackt. Geil. Die lasse ich mir mal schmecken. Man kann bei Sieg eine Taschenlampe. Hä?
Woher hast du die jetzt? Ja, da war eine Kiste. Die hätte man, die konnte man aufmachen. Das Problem ist, ich bin dadurch aber fast gestorben. Oh, okay. Mach halt erstmal Risk, ne? Aber ich hab die Kiste gesehen. Er war 2 Millimeter hinter mir. War die ganze Zeit relativ nah. Okay, Sieg. Du weißt, okay, wie sie funktioniert? Also, springen, ja. Springen und Kartfahren. Kartfahren wird für mich der Horror sein, weil da bin ich absolut nicht gut. Und Joram löst erstmal gleich den Dings hier aus. Perfekt. Ich hoffe, du hast noch Robux zur Not. Ah, nee, du kannst dich gar nicht mehr respawnen. Du hast dich ja schon mal. Ich hab mich schon mal. Ich bin dann. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich weg. Wäre natürlich echt schade. Aber ich soll's eigentlich hinkriegen. Und konzentrieren. Auf geht's. Und auf geht's, und auf geht's, und auf geht's. Run, 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 run. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Danke, Spiel. Woo! Und go, 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 go. Da gehen die Partikel hin. Wow, da muss ich auch hin. Zack. Hast du ein Tutorial noch an? Wir hatten bitte das Tutorial noch an. Ich hab das Tutorial nicht an. Er zeigt mir immer nur einmal am Anfang, immer, dass ich Space drücken will. Vorsicht, rechts. Oh, danke für die Info. Ich wäre fast gerade ausgelaufen. Das war knapp. Ja, immer gucken, wo die Partikel hin sind. Na, ich weiß. Es wird aber auch irgendwann mal ehrenloser. Also, ich hatte einmal schon gehabt, das war so ein Sechserweg oder sowas. Dann musste ich rechts, links, geradeaus. Wild. Boah, das ist teilweise echt knapp hier. Aber ich kann die Partikel relativ gut verfolgen. Ich muss mich nur sehr stark konzentrieren. Boah, das war ganz schön lang im Gegensatz zum letzten Mal. Ja, weil wir diesmal auch diese Ausweichwege haben. Das ist ein bisschen gemein. Oh. Hoffe ich, ist die Karte fort. Ja, letzter Sprung. Ja, die Partikel sind weg. Ja. Und Fall ins Kart. Ich sag dir immer, wo lang, okay? Ja. Das erste Mal weißt du ja, ducken. Rechts. Hä? Ich hab rechts gelenkt. Wow. Links. Ich hab rechts gelenkt. Der ist einfach. Ah! Er ist einfach links gefahren. Ich hab rechts gedrückt. Ich hätte rechts zurückgehalten müssen, ne? Ja. Ja, wow, ich hab nur gedrückt. Ja, okay. Gut. Damit sind wir aber für heute schon am Ende angekommen. Wir haben es leider nicht weiter geschafft als Sieg. Wenn ihr aber einen zweiten Part sehen wollt, wie wir weiterkommen, dann lasst gerne ein Like da und einen Kommentar für den Algorithmus und schreibt mir gerne auch in die Kommentare, ob ihr einen zweiten Part sehen wollt. Wenn ja, haut es einfach rein. Ich habe mich gerade 3-mal gedoppelt. Egal. Aber, genau. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Wir spielen wieder ein Game und ich weiß nicht welches. Oh Gott. Hilfe. So, wie ich sehe, hat dir das Video also gefallen. Und wenn du mehr davon sehen willst, dann klicke gerne hier.